In Rappenau entsteht ein neues Hermes-Logistikzentrum. Welchen Stellenwert hat der Standort im Hermes-Netzwerk? Ja, der neue Standort hat einen ganz enormen Stellenwert. Wir schließen damit für Hermes die Lücke hier im Südwesten. In Bad Rappenau entsteht dieses Logistikzentrum für die Versorgung des kompletten Großraumes Baden-Württemberg, was den Sendungseingang angeht. Und wir sind dann auch der Übergangspunkt für das Hermes-Netzwerk nach ganz Deutschland, respektive auch nach ganz Europa. Lässt sich auch etwas sagen, wie sich der Standort auf die Region auswirkt? Ja, nur positiv. Wir erhöhen die Geschwindigkeit für die Pakete, sprich die Laufzeiten für die Pakete, insbesondere hier für die Empfänger im Umland, wird sich deutlich beschleunigen. Wie viele Pakete können hier pro Stunde raus? Wir können in der derzeitig geplanten Ausbaustufe oder realisierten Ausbaustufe 15.000 Pakete pro Stunde sortieren. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir nach einer Startphase, die wir so etwa mit 100.000 Paketen am Tag beginnen, schon im Herbst, Winter auf ca. 150.000 Pakete die Anlage hochfahren werden. Wie viele Lastwagen kommen hier so pro Tag? Wir werden starten, schätze ich mal, mit 50 bis 100 Lkw-Bewegungen und werden das dann sukzessive hochfahren. Ich gehe davon aus, dass wir in der Endausbaustufe etwa 200 Lkws ein- und ausfahren am Tag hier haben werden. Das ist jetzt ein großer neuer Standort. Benötigen Sie noch Mitarbeiter? Ja, selbstverständlich. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Mitarbeiter sind das Allerwichtigste, was wir benötigen. Hier am Logistikzentrum werden etwa 200 Arbeitnehmer beschäftigt sein. Wie viel haben Sie investiert? Wir haben hier am Standort etwa 43 Millionen Euro investiert. Wie genau funktioniert das jetzt hier? Ja, wir sehen ja hier die Fördertechnik. Wir haben zum einen mal einen Entladebereich mit 20 Entladetoren, wo wir dann die Pakete automatisch verwiegen, automatische Volumenmessung durchführen, dann auf den Paketsorter vergeben, vor dort auch die Endstellen dann versorgen und dann den Beladeprozess dann mit automatischen Beladeteleskopen auch wieder optimal gestalten. Das Band, das hier ist, wie schnell bewegt sich das? Das Band wird sich mit 2,5 Meter pro Sekunde bewegen, also das ist schon eine entsprechend ordentliche Geschwindigkeit. Die Baustelle ist ja schon ziemlich weit. Wann geht's los? Wir gehen ab 18.04. in die Funktionstests und am 15. Mai werden wir dann in das Hermes-Logistiknetzwerk integriert.